Also Test Handykamera mit Puschelchen. Habe ich ja eben schon versucht zu erzählen. Das ist jetzt so die ganz neue Erfindung. Also nachdem das Internet mich wochenlang belogen hat und gesagt hat, hey, Huawei-Handy, diese fantastische Kamera und externes Mikrofon geht nicht, habe ich es wieder mal nach dem Urlaub, ja, also nicht vor dem Urlaub, einfach nicht geschafft, nach dem Urlaub das mal getestet. Also ich habe auch vor dem Urlaub getestet, aber erfolglos. Und festgestellt, ja, hätte ich das mal gründlich gemacht, hätte ich festgestellt, dass so ein normaler USB-C Audio-Adapter gepaart, ich muss hier mal eine Kurve fahren, gepaart mit einem T, war das TRRS? Ja, ich glaube, grundierten Klinkenstecker, ganz normales Mikrofon, fantastisch funktioniert. Also das Mikrofon, was ich jetzt hier dran stecken habe, ist so ein 3-Euro Ding, der USB-C Adapter 5 Euro, also wirklich billigst. Und bei den Tests, die ich bisher gemacht habe, sah das so aus, als ob das funktioniert. Märkischer Sandboden, riskieren wir mal lieber nichts. Sah aus, als ob es funktioniert. Und das ist jetzt die Testfahrt. Die Spekulation, ich glaube, ich habe das in letzter Zeit öfter mal gesagt, das beste Handy ist immer, nicht das beste Handy, die beste Kamera ist immer die, die man immer dabei hat. Und das Handy hat man eben immer dabei. Und dann mal eben noch so ein Selfie-Stick irgendwo im Auto platzieren, wo diese Mikrofonmimik angeschraubt ist gleich, das sollte eine leichte Übung sein. Die Konkurrenz habe ich ja, wie man gerade sieht, auf dem Rücken. Das ist eine ganz neue, ein ganz neues Kamerastativ, habe ich mir selber ausgedacht. Da hängt quasi die DJI Osmo Pocket drin. Das ist der graue Sack. Und obendrauf ist die 360 Grad, die Insta 360X. Beides fantastische Kameras. Beide möchte ich gern benutzen. Beide haben die gleiche Macke wie bisher das Huawei-Handy. Nämlich einfach keine Möglichkeit, außen eine Kamera anzuschließen, die man entsprechend gegen Wind schützen kann. Beide haben aber Einzelvorzüge, die mein Handy nicht hat. Also die Insta 360 hat dadurch, dass sie ringsrum alles aufnimmt, ein so fantastisch stabilisiertes Bild. Ich bin damit durch die Fähre gelaufen, durch die Gänge so, habe die einfach angelassen und habe dann hinterher den Film rausgeschnitten, so wie ich ihn haben wollte. Unglaublich. Das Einzige, in der Landschaft wie jetzt, würde sie bedingt durch die Auflösung, die zwar sehr gut, aber immer noch mangelhaft ist, eben nur so einen leicht verwaschenen 1080p Film rauskriegen. Ich habe mal die Hand gewechselt. Ja, so, und die Osmo Pocket mit der mechanischen Stabilisierung, die ist natürlich dann ohnehin einsame Spitze. Ja, also die nimmt so viele Daten auf, dass man das wirklich beim Schneiden dann reduzieren muss, weil niemand kann das darstellen. Also mein Fernseher stellt das nicht dar, mein Laptop stellt das nicht dar, alles ruckelt. Ja, also klasse. So, inzwischen haben wir wirklich ordentlich Gegenwind. So viel Gegenwind, dass ich mir wieder nicht mehr vorstellen kann, dass man mich überhaupt noch versteht. Und vor allen Dingen, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass es nicht jämmerliche Windgeräusche gibt. Ich bin wirklich gespannt. Jetzt werde ich mal probieren, nach vorn zu schauen und zur Seite zu schauen, um zu sehen, was die elektronische Stabilisierung der Kamera hier so aushält. Ja, und jetzt in der Bewegung, also werde ich vielleicht mal die Möglichkeiten nutzen, auf Weitwinkel zu gehen, aber auf keinen Fall auf Tele, weil
das kann man natürlich nicht erwarten, dass das auch noch funktionieren sollte. Und dann sind wir da vorne gleich wieder bei dem russischen Stonehenge. Also auf dem Handy sieht das hier alles knackescharf aus. Ich bin da wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das mal gewesen ist. Mich faszinieren diese Stahlträger, die in der Mitte abgeschnitten sind. Ich stelle mir vor, dass da mittig ein Stahlträger langgegangen ist, der eine Krankonstruktion oder ähnliches gehalten hat. Und dann irgendwie Lasten quer transportieren konnte. Aber welchen Sinn soll das machen? Da passt kein LKW drunter. Der Winkel zu dem Zugang im Berg stimmt nicht. Ja, also hier dieser Eingang. Ich verstehe es halt letztendlich nicht. Aber gut, es ist bullig warm und ich überlege, ob ich jetzt die Drohne raushole, um hier ein bisschen zu fliegen. Eigentlich aber nicht. Eigentlich werde ich wieder nach vorne fahren, weil das bisherige Ziel ist ja erreicht. Und dann vorne nochmal gucken, ob ich zu dem anderen Hangar fahre. Und ein bisschen die alte Stadt erforsche. Heute ist Sonntag, da dürfte da niemand sein. Was mir gerade auffällt: Hier scheint regelmäßig jemand zu sein. Also als ich das letzte Mal hier war, war diese Feuerstelle nicht hier. Offensichtlich werden inzwischen hier Partys gefeiert. Eine alte Lampe. So, jetzt muss ich mir auch noch mal was angucken, was ich die ganze Zeit schon mit der Drohne gesehen habe, aber wo ich nie hingegangen bin, weil es irgendwie keinen befestigten Weg gibt, jedenfalls keinen, den ich bisher gesehen hätte. Und zwar ist das einfach eine zweite Reihe Garagen hinter der, wo ich sonst auch schon immer gewesen bin. Ein bisschen seltsame Stillleben, wie diese Jacke, die Schuhe. Wozu mögen diese Betondinger, die hier in regelmäßigen Abständen liegen, gewesen sein? Die Halle selber ist nicht ganz so zusammengefrickelt wie die anderen. Und scheint eigentlich noch ziemlich intakt zu sein. Betondach. Wenn das Stahlträger sind, dann sind die langsam am Vergammeln. Es bilden sich Tropfsteine. Aber es sieht eben alles total ordentlich aus. Sauber. Auf der anderen Seite sehe ich gerade ein Kellerloch oder sowas.
und eben wieder zugeschüttet. Kleiner Schwenk durch die Halle. Und ich überlege mir halt, wenn man jetzt jemanden danach fragen wollte, wo sollte man denn jemanden finden? Die sind jetzt schon alle weg. Also diese ganzen Bäume hier, ich stehe jetzt noch in der Halle. Diese ganzen Bäume hier sind praktisch gewachsen, nachdem das Ganze aufgegeben worden ist. Die Natur hat sich das zurückgeholt. Und das muss danach gewachsen sein, weil sonst wäre man ja hier mit keinem Fahrzeug rein oder rausgekommen. Ja, alles ziemlich seltsam. Das hier ist jetzt scheinbar ein Anbau. Also da ist eine Trennwand. Das ist eine komplett andere Dachkonstruktion. Viel neuer. Ordentliche Pfeiler. Und es gibt überhaupt keine Tore oder so nach vorne, sondern die ganze Pfeilerkonstruktion ist halt nach drei Seiten zu. Eine Seite offen. Der Betonboden ist richtig guter Beton, keine Risse, keine. Also ist nicht glatt, aber stabil. Es sind aber auch keine Spuren zu sehen. Ist echt Kettenglieder oder was man sich so vorstellt, Panzer. Sowas sieht man nicht. Asbest. Ja, jetzt haben wir das auch gesehen. Dann werde ich mal mein Einrad wieder suchen. Und dann fahren wir doch langsam zurück. Auch wenn das durchaus nicht unspannend heute war. Und so richtig erkennen, wofür das genutzt worden ist, kann man eben nicht. Jedenfalls ich nicht. Und wieder ein Bunker. Das sieht wirklich sehr lavide aus, was sie da an Metallkrampen in die Wand versenkt haben. Irgendwie zeigen sich immer mehr Details. Also das ist offensichtlich wieder so eine kleine Rampe. Vermutlich von hinten zu begehen. Und man konnte da wahrscheinlich so mit einem PKW oder so rauffahren, um mal eben schnell einen Ölwechsel oder sowas zu machen. Keine Ahnung. Also man sieht immer mehr. Je öfter man hier ist, desto mehr sieht man. So, fantastischerweise haben wir heute ständig irgendwie Gegenwind, was aber für den Test wirklich sehr gut ist. Wobei es jetzt eher um das ruhige Bild geht als um die Windgeräusche. Ich bin gespannt. Aber der letzte Gedanke, den ich bei der Herfahrt hatte, war wahrscheinlich der mit, man kann den Film gleich schneiden. Das sind tatsächlich mehrere Dimensionen. Also der eine Punkt ist natürlich wirklich, so ein Handy-Display reicht aus, um chronologisch sortierte Aufnahmen aneinander zu reihen, die Enden jeweils zuzuschneiden, vielleicht ein bisschen Musik reinzuspielen. Das geht alles. Was man aber nicht unterschätzen sollte, wenn ich mit dem Handy gefilmt habe,
ist das ganze Filmmaterial schon auf dem Handy drauf. Also auf dem Gerät, mit dem ich vielleicht versuche, das Ganze zu schneiden. Ich muss das nicht mühsam zusammenkopieren und wie im Fall der Insta360 eventuell sogar noch komplett einmal anschauen, um die wesentlichen Dinge, also die Kameraausrüstung, Ausrichtung zu korrigieren. Das sind alles Sachen, die dann tatsächlich komplett entfallen. Und damit habe ich natürlich am Ende einer Expedition nach einer Viertelstunde den Rohschnitt fertig. Und wenn ich das will, kann ich das direkt zu YouTube hochladen. Und das macht die Sache ungeheuer leichtgängig. Also dieser Workflow ist durch nichts zu toppen. Und im Moment denke ich, also ich meine, ich habe ja diesen Knüppel da hinten die ganze Zeit bei mir. Ich habe ihn heute aber noch nicht rausgeholt. Aber ich denke, so gut diese beiden Kameras sind, also diese Insta360 und die Removu Pocket, nicht Removu, sondern die DJI Osmo Pocket, so gut sie also sind, der Workflow entscheidet vielleicht darüber, dass sie gar nicht benutzt werden. Weil jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen reingemixt, die ich unter Umständen auch gleich vom Handy beziehen kann, also vom Cache. Und fertig wäre der Lack. Während der Fahrt fünffache Vergrößerung geht natürlich nicht. Aber ich glaube, man kann erkennen, dass das ein Hochstand ist. Auch wenn er nicht mal ganz aufs Bild passt. Ich laufe jetzt ein bisschen querfeldein, aber mein Navi sagt mir, dass hier rechter Hand, hier so ein Flugzeugbunker ist, an dem ich jetzt vorbeilaufen will. Und dann ist das eigentlich ein schöner Ausgangspunkt, um noch ein bisschen Drohne zu fliegen, weil linke Hand befindet sich ja dieses Wohngebiet, wo ich unterstelle, dass das früher die Stabsgebäude und die Unterkünfte für die Offiziere waren. Das ist inzwischen eingezäunt und irgendwas wird da gearbeitet. Aber was genau ist eigentlich nicht so richtig zu sehen. Schwere Stahltüren nach außen öffnend. Also ich nehme stark an, dass die im Zweifelsfall von selber aufgeflogen wären. Beton gemauert, alles zugeschüttet, zugewachsen, von oben praktisch nicht zu erkennen. Ich dachte schon, ich habe Maschinengeräusche gehört, aber irgendwas ist wohl in das Gehäuse vom Einrad gekommen und rattert jetzt so ein bisschen. Weil es ist Sonntag, eigentlich sollte niemand hier sein. Materiallager, Waffen, keine Ahnung, was da drin war. Auf jeden Fall für Zwerge. So, das ist halt so ein Flugzeughangar von innen. Beton. Diese Betonteile bestehen wahrscheinlich irgendwie aus zwei Hälften, die hier in der Mitte zusammengefügt sind. Jedenfalls sehe ich nicht mehr. Ja, also quasi oben am Dachfirst zusammengelehnt. Einfach nebeneinander gestellt, vermutlich noch irgendwie Stahl, der da drin ist, verschweißt. Und das war's.
So, jetzt kann ich mir vorstellen, dass hier ein Flugzeug gestanden hat. Reinpassen würde so ein Jagdflugzeug. Und das ist im Alarmfall von hier aus 200 Meter auf die Rollbahn gerollt ist und sofort gestartet ist. Das hier ist dieser Luftauslass, quasi um die Ecke. Weiß nicht warum, wegen der Tarnung, wegen Brandgefahr, wegen keine Ahnung. Aber wenn so ein Flugzeug tatsächlich hier direkt raus gestartet ist, dann muss das ein Höllenlärm gewesen sein. Ja. Beeindruckend, was die Kamera sichtbar macht. Also diese rote Farbe hier sieht in Wahrheit viel unscheinbarer aus. Immer wieder Graffiti. Und relativ wenig Müll. Relativ. Ein interessantes Detail sind diese Betontore. Achtet mal auf die Lücke. Die ist im Prinzip durchgängig. Das ganze Teil steht auf einer Schiene. Also es sind zwei Tore. Beide stehen auf der gleichen Schiene. Die Schiene fällt nach außen hin ab, sodass die Tore im Zweifelsfall wahrscheinlich sogar von selber rollen würden, wenn man sie entriegelt. Aber wie die da stehen, ist mir schleierhaft. Hier ist es jetzt abgestützt. Aber die Stütze dürfte kaum noch wirken, wenn die Tore zu sind. Weiß nicht. Aber interessant. Oh, mein Lieblingsbunker scheint einen Eigentümer gefunden zu haben. Jedenfalls hat er ein neues Tor. Und ich fürchte um mein Lieblingsgraffiti überhaupt. Weil das hier ist aus meiner Sicht tatsächlich Kunst. Ich mag das Bild. Thank you.
Und am Ende dann doch nochmal eine Aufnahme des Jagdpiloten. Ich weiß gar nicht, da war jetzt gerade eine junge Frau mit ihrem Kind und die wollten unbedingt ein Foto davon haben, haben mich gefragt, ob sie eins machen dürfen. Fand ich natürlich, aber es gehört mir eben leider nicht. Ich finde es auch nur cool. Ja. Und jetzt geht's halt zurück. Ab in den Wald. Dann das kurze Stück noch auf dem Radweg. Es ist wieder fantastisch Wind. Insofern bin ich wirklich gespannt, was draus geworden ist. Und es ist so ein scheiß Wind. Wenn das tonmäßig hinhaut, fresse ich einen Besen.